Willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir wollen ja hier die Grube erkunden. Oder was auch immer das hier ist. Erstmal erledigen wir uns den Venatori abschauen. Direkt das erste Schwert in die Fresse. Ruckelt aber gerade ein bisschen. Der große. Ich bin kein Freund von denen. Alter. Ja, zu viel. Du machst zu viel Schaden. Rücken krieg ich leicht. Der fällt da um. Der Cole, der macht eigentlich auch ganz gut Damage, sag ich mal. Tränkt er Samit. Bisschen Gold. Hier geht's auch rein. Ja. Okay. So. Hier kann ich gar nicht rein. Ich dachte, hier springe ich jetzt rein oder so. Dem ist wohl nicht so. Also gehen wir den ganz normalen Weg. Gucken uns hier noch ein bisschen um. Hier gibt es noch was zu sehen. Sowas zu lesen. Notiz aus dem stummen Viertel. Selanus, ich werde beobachtet, wenn der Rest des Lagers schläft oder am Tag, wenn die Tiere ruhen. Die alten Zwerge, die hier gelebt haben, wussten nichts davon, da sie taub sind für das Leid des Nichts. Aber der Schleier in der Ödnis muss schon dünn gewesen sein, bevor der Älteste den Himmel entzwei gerissen hat. Beobachtet darum Korix, euer Vetter ist seit unserer Ankunft verdächtig ruhig. Außerdem wurde er gesehen, wie er nachts das Lager des Aufsehers verlassen hat. Sag nichts, aber folgt ihm das nächste Mal und erstattet mir Bericht. Magister Gallis. Ist klar. Todeswurzel noch mit und dann gehen wir da unten rein. Jetzt hast du noch die Naturi. Tut mir leid, aber euch kann ich nicht leben lassen. Ein bisschen durchdrehen und dann das Ding schon. Eigentlich gegessen sein. Wo er gerade nochmal einen Trank geschluckt. Wie viele Tränke habe ich noch? Ich habe noch 6 Tränke. Das muss reichen für den. Dann gehen wir da rein. Halt. Jetzt normal, ganz normal runterklettern. Ja. Warum nicht? Jetzt. Sehr schön. Ich habe jetzt 2 Schaden gekriegt fürs normale Runterklettern. Wir sollten das Gebiet durchsuchen. Stimme ich absolut zu. Ist doch irgendwas zu lesen. So. Ein Tagebuch über zwergische Ruinen. Es ist ein Paragon. Der Mann, der die Leute hergeführt und die Stadt gebaut hat, war Meisterschmied Paragon Ferrell. Der Legende nach starb er in den tiefen Wegen bei einem Krieg zwischen 2 Fakes, die mit seinen Ruhen fantastische Zerstörungswaffen gebaut hatten. Falls er nach hier oben entkommen konnte, sind die Chroniken falsch oder jemand versuchte vor 1000 Jahren sein Verschwinden zu kaschieren. Der beste Runenformer der zwergischen Geschichte floh mit seinem gesamten Haus zur Oberfläche. Das wird in der Halle der Bewahrung einige Bärte ganz schön zum Kräuseln bringen. Mein Vater hat gesagt, unser altes Familiengeschäft habe sich in der Nähe eines Bogens befunden, der zu Ferrells Paragon-Statue gehörte. Ich hätte ihm das hier zu gern gezeigt. Er wollte unbedingt glauben, dass unsere Vorfahren im Stein uns nach wie vor leiteten. Stell dir vor, das wäre wahr, alter Mann. Wir nehmen das Artefakt hier noch mit. Okay, so, dann lesen wir uns mal die ganzen Inschriften erstmal durch, würde ich behaupten. Hier irgendwas auch gar nicht. Das ist merkwürdig. Das ist ja merkwürdig, ein bisschen zumindest. Gut, dann nehmen wir das mit. Ah, hier ein bisschen Licht. Zack. Hier irgendwas, ey. Ist auch nicht. Ist ein bisschen Kohlenpfannen. Glück.
Vulkangold, was ist das denn? Aber Werkstoff einfach. Ist noch einer? Nee. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Das ist ein bisschen schön. Der Streitkolben. Ja, gut. Wir nehmen das Vulkangold auf jeden Fall mit. Die ganzen Zwergen-Artefakte. Ach hier, doch, eine Rune. Ausgezeichnete Feuerrune. Okay, aber das kann noch nicht alles gewesen sein. Da noch runter. Ups. Toter Templer? Oder Venaturi? Oder das war ein Venaturi? Liegt noch massig Vulkangold. Das ist Artefakt. Das dürfte helfen, den Schleier zu stärken. Schön. Unser Einfluss wächst rapide. Der Iktai. Vulkangold. So. Wo geht's denn? Noch lang teilweise. Hier ist nichts. Jetzt blöcken die auch noch. Nichts ist, dann muss ich ja hier lang. Ach, hier ist doch wieder Rätsel. Also, wenn ich es wieder falsch mache, ich die Türen putzen hier nicht auf, sondern lesen wir mal. Und mit der Hilfe seiner Söhne gedieh der Fake und wuchs. Okay, das dürfte definitiv nicht das erste sein. Aber im Sand war Stein, stark und wahrhaftig. Feyril baute den Stein und baute. Ebenso großartig wie der beste Fake in der Tiefe. Was? Die Sonne brannte auf Ozeane aus Sand. Schwierig. Die Sonne brannte aus Sand. So. Suchen wir das mal. Okay, das ist Nummer 1. Dann ist Fake. Nummer 2. Das Klärchen. So, das war irgendwas mit Haut und Haute. Aber im Sand war Stein stark und wahrhaftig. Wahrhaftig. Feyril behaute den Stein und baute. Ebenso großartig wie der beste Fake in der Tiefe. Das ist dann Nummer 3. Dann ist dann das hier. Nummer 4. Noch einer. Sehr gut. Ist gelöst. Das ist ein Mosaikteil, das nehmen wir sofort mit. Das nehmen wir auch mit an uns. Was haben wir hier? Schlüsselbruchstück, ausgezeichneter Gürtel, dann Nahkampf. Was Rüstung der Legion der Toten? Oh, können wir uns bauen. Interessiert mich. Verteidigung, Nahkampf. Sehr schön, auf jeden Fall. Sonst noch irgendwas hier? Finden wir mal noch ein Schlüsselbruchstück. Können wir ja wieder raus. Können wir einfach schnell Reisen machen. Das ist ein Scherben. Grab. Was haben wir jetzt eigentlich als Aufgabe? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Der leere Platz, da waren wir schon. Lager bei der Schlucht. Schluchtenlager. Wir haben 1, 2, 3, 4. Ein Grab fehlt, glaube ich, noch. Die Oase hatte kein Grab, sollte ich mich jetzt dran erinnere. Gehen wir trotzdem ein. Ich glaube, die hatte kein Grab. Das ist sehr schön. Flamme. So. So. Hier noch richtig, richtig viel unentdeckt.
Mal los. Ach ja, ich wollte schon längst ein anderes Mount. Steht hier für einer? Was zu erzählen, oder? Plötzlich interessieren sich allerlei Leute für die Ruinen hier draußen. Warum nur? Tja, es geht dich nichts an. Privatsache. Dieses Mount ist so laut. Kleine Herde. Das ist eine interessante Felsformation. Das da vorne könnte so ein Zwerggrab wieder sein, ne? Oder kam, da war ich schon mal. Lager bei den schattigen Bergen. Sachen. Inquisitors, fauchende Öden ist so. Das Grab von Faerie. Aber wir finden sogar noch zwei. Finde den Grabschatz bei der Statue. So, das habe ich. Bergfeste. Scherben. Schon mal. Lager bei den schattigen Bergen. Wir können ja, uns ja mal ansehen. Wenn es hier nichts geben sollte, dann geben wir wieder. Ich glaube, hier gab es wirklich nichts. Den Grabschatz bei der Statue. Finde den Grabschatz bei der Statue. Wo ist denn die Statue? Das Lager. Leerer Platz. Einsames Licht. Eine blockierte Tür. Die Oase. Menschenzug. Grab. Ein wenig befragt. Das finden wir sicherlich schon. Was tut denn jetzt? Das ist doch gar einer Pirscher. Lass den gerade mal kurz. Auf nimmer wieder! Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Das war ja merkwürdig. Es ist ja. Ich glaube, dieses Mount ist laut. So, auf jeden Fall gab es hier nichts weiter. Mal woanders lang. Ja, geht mir nicht auf den Sack. Klein Kackmonster. Was haben wir denn noch hier alles? In der Schlucht. Ich habe ja noch keine Schlucht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Sein. Oder auch da oben, oder? Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Das ist der Weg, den nehmen wir einfach mal mit. So, einkassiert. Da ist noch alles. Jetzt sind wir hier links lang. Ach komm, ich will nicht, ne? Ist nicht so einfach. Was da oben könnte aber was sein.
alte Straße. Da ist eine Statue. Ah, das kann jede x-beliebige Statue sein. Ich hab nichts zu sagen. So, eine ganz normale Statue. Da unten waren wir eben drin. Da geht's hoch. Wir gehen da mal hoch. Ganz sinnvoll aus, würde ich sagen. Was haben wir hier? Irgendein Durchgang. Na gut, wir gucken uns mal. Schattige Berge. Die Schlucht. Ich glaube, ein bisschen Scherben. Ganz schön runtergehauen. Euer Onkel vermisst euch, Cassandra. Habt ihr das auch aus meinem Kopf? Nein, er hat euch einen Brief geschrieben. Die Seite war voller Schmerz. Haltet euch von meinen Gemächern fern. Wie oft muss ich euch das denn noch sagen? Ja, scheinbar oft genug. Cole. Wo geht's denn hier lang? Wir werden es gleich erfahren, ne? Vielleicht gibt es ja auch irgendwo einen Drache wieder. Das wird sie nämlich mit. Pilzformation hier. Vielleicht was sein. Da, ja. Na gut, wir schauen uns ja einfach um. Stein über Himmel. Verblasste Inschrift im Torbogen in alten zwergischen Lettern. Lasset dieses Tor den Stein über eure Köpfe sein. Die nie vergessene Heimat, den Anker für Erde und Himmel. Ich will mir vorstellen, dass das die Schlucht ist. Das könnte alles sein. Naja. Ach, hier geht's weiter. Ich höre was Großes. Das sind jetzt Minatori plötzlich. Egal, die haben wir jetzt mal abgeschüttelt. Aber ich höre hier was Großes. Ich glaube, wir nähern uns einen Drachen.
Fähigkeit mitnehmen. Dann hier das Okularum. Ach, da ist es doch schon. Schön. So. Wie weit kommen wir jetzt noch hier? Oder wohin kommen wir jetzt noch hier? Das ist doch wahrscheinlich die bessere Frage. Verklettern. Das kommt mir bekannt vor. Mir sehr bekannt vor. Okay. Wenn das da unten die Schlucht ist. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir einfach mal runter und gucken uns mal um. Die einzige Schlucht, die mir jetzt auffallen würde, sag ich mal. Als Schlucht. Die muss es dann irgendwo noch eine Zwergenmine geben. Da drin waren wir schon mal. Gab's auch nichts weiter, ne? Gab's auch nichts weiter, da gab's bloß Kombinatorien. Hier ist noch ein Grab. Aber wir haben... Wie viele Gräber haben wir hier? Eins. Was ist denn die Ruine? Minaturi-Lager bei der Schlucht. Weiß es doch. Die Schlucht. Wieso auch immer das hier Schlucht heißt. Das andere war viel mehr eine Schlucht. So, also 1, 2, 3, 4. Wer ist denn alle? Was fehlt denn noch? Okay, wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Nämlich hier hin. Keine Ahnung, ich finde nicht, dass das so eine extreme Schlucht ist. Da ist ein Lager auf jeden Fall. Das seichte Becken. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Waren wir definitiv schon mal. Aber hier gab's nichts weiter. Also wir müssen ja das Lager erst noch finden, ne? Grabschatz in der Schlucht, also ist das hier nicht damit gemeint. Das macht Sinn. Ups.
einem Schatz in der Schlucht. Das kann doch bloß hier in dem Gebiet sein, ne? Das ist jetzt nicht so weit. Aber Leute, wo das ist und wie wir es betreten und was uns da drin erwartet, seht ihr dann auf alle Fälle in der nächsten Folge. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal und hoffe, dass ihr wieder dabei seid und zuschaltet. Also, bis dann. Tschüss.